Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum American Truck Simulator. Wir sind momentan dabei, ein bisschen so einen Vorratstank von Los Angeles nach Winnemucca, wo immer hin, zu bringen und unseren furchtbaren letzten Auftrag wieder wettzumachen. Das lief, wobei es lief ja nicht so schlecht, ne? Also, es hat uns nicht so sehr die Prügel rausgeschmissen, wie ich gedacht habe, dass das tun wird, aber dennoch war es ein sehr frustrierender Tag. Hoffen wir, dass das hier jetzt alles besser läuft. Noch ein bisschen in den Spiegel gucken, da kommt was. Achtung, ich muss jetzt rauf hier, ne? Achtung, jawoll. Das läuft doch alles, das läuft doch alles. So, heute versuchen wir mal so komplett ohne dieses coole Super-Navi. Oh, da hinten wird gerade ein bisschen Gift versprüht, ein bisschen Monsanto auf die Felder. Das ist gut, dann grünt alles schön, ne? Ja, wir versuchen es halt mal ohne dieses Super-Navi. Mal gucken, wahrscheinlich so, das ist so klein da in der Ecke. Vermutlich verballer ich immer die Ausfahrten, weil ich zu spät erst erkenne, dass ich irgendwohin abbiegen muss oder so. Aber wir gucken mal, ob es klappt. Dann schauen wir erstmal, da vorne ist wieder Wiegen. Bin mir ziemlich sicher, dass man mich rausruft. Na, wenn, dann müsst ihr jetzt rufen. Wenn, dann müsst ihr jetzt rufen. Wisst ihr gar nicht, wie schnell ich fahre? 50. Einmal noch schneller, dann sind wir bei 55. Oh, gib mal einen Gas. Keiner hat uns rausgewunken, ich bin begeistert. Das ist ungewöhnlich, das ist ungewöhnlich. Oh, da kommt was angepiest. Hallo, hallo. So, hier geht's einfach geradeaus weiter. Das krieg ich hin, ne? Geradeaus weiterfahren, das ist so machbar. Würde ich mal behaupten. So, wir müssen auch gucken, dass wir diese Mission heute, die muss mal laufen, ne? Die muss einfach mal laufen. Ich muss sagen, ich vermisse jetzt schon mein Navi, weil da so viele Infos sind, wie zum Beispiel, wie spät es ist. Oder wie viel Geld ich noch habe. Ich vermisse es ein bisschen. Ich glaube, nach dem Part werde ich es wieder anmachen. Es fehlt mir jetzt schon. Wir sind erstmal 2 Minuten ungefähr dabei. Das ist nicht gut. Aber mal gucken. Wenigstens die Mission jetzt, die wird mal ohne dieses tolle Navi durchgezogen. Man muss ja mal das echte Trucker-Feeling haben, ne? So. Oh, die Bullen. Die Bullen, sind wir zu schnell? Oh, nee, wir waren sogar zu langsam. Entschuldigung. Jetzt habe ich voll abgebremst. Sorry. Keine Absicht. Da geht noch was. Da können wir noch Gas geben. Lass mal den Berg hier rauf quälen, ey. Komm, ja, wir schaffen das. Ist von allem dabei überholt, aber das funktioniert ja wunderbar, ne? Überholen läuft bei denen. Zack, dann wird gleich geblinkt und eingeschert oder auch nicht. Ja gut, dann halt nicht. Ist ja auch dicht befahren, ne? Also man darf ruhig auch... Jetzt macht das. Nötigen Abstand gehalten, den Respektabstand vor diesem Gerät, das wir hier fahren. Ist zwar nicht mehr das große Schlachtschiff, ne? Aber Truck ist Truck. Und so arbeiten wir uns jetzt nun langsam zu unserem ersten Mitarbeiter hoch. Und den ersten eigenen Truck natürlich. Aber ein bisschen dauert es wohl noch. Ich denke, so 2, 3 Missionen müssen wir noch machen. Man sollte schon so 50.000 haben, weil sonst geht einem dabei, wenn man die Leute engagiert, wieder die Kohle aus. Und dann steht man da, hat 2 Trucks gekauft, der zweite steht nur rum. Und dann gehen die Raten nämlich schon los. Und dann nochmal wieder Geld aufzufarmen, um sich dann da die letzten 4.000, 5.000 zu organisieren, ist dann noch mühseliger. Weil einem der Kredit dann täglich immer erstmal so 5.000 mobst. Möchte man nicht unbedingt. Deswegen gucken wir, dass wir genug Kapital aufbauen, um das dann entspannt auf einen Schlag machen zu können. Außerdem müssen wir auch immer noch eine Arbeitsagentur suchen, damit wir überhaupt Leute einstellen können. Bis jetzt war mein Versuch, eine Arbeitsagentur zu finden, ja nicht so sehr mit Erfolg gekrönt, wie ich mal meine. Ey, dafür haben wir einen neuen Händler gefunden. Ist auch nicht verkehrt, ne? Aber, ja... So, hier, weiter geradeaus, weiterfahren. Immer weiterfahren. Oakland, San Francisco, 1 Mile, jo. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir noch brauchen. Steht alles auf meinem Super-Navi, aber das haben wir nicht, deswegen einfach mal fahren. Einfach mal fahren, Seele baumeln lassen. Über die Straße gleiten, Kaffee trinken. Da vorne scheint irgendwas zu passieren. Aber ich glaube, es heißt, fahr man geradeaus weiter. Das bekomme ich hin.
picheln wir hier schön mit 55 Meilen pro Stunde über den Highway. Und ja, ganz gemütlich, ne? Ganz gemütlich. Momentan ist es ja relativ ruhig um das Game geworden. Also bis jetzt nichts Neues. Ich glaube auch gar keinen neuen Patch mehr. Es läuft soweit einfach. Also man kann sich nicht beschweren. Bis jetzt habe ich noch keinen großen Bug oder sowas erlebt. Alles schön, ne? Besser als so manches AAA-Spiel, siehe Far Cry Primal, was gestern mit einem wunderbaren Katastrophentag gestartet ist. 99% der Leute konnten das Spiel einfach mal nicht starten, weil dann immer ein Fehler kam. Something went wrong. Aber was genau, weiß man nicht. Es rennt halt something wrong. Und dann hängt man da, hat das Spiel vorausgeladen, dann hat man sein beschissenes Uplay-Kackding da installiert, weil es ja ein scheiß Uplay-Spiel ist. Der beste Dienst aller Zeiten, meiner Meinung nach. Uplay ist einfach großartig, wie es einfach scheiße ist, ja. Dann hat man sein Uplay da installiert, dann hat man sein Steam und sein Uplay auch noch verknüpft. Dann ist es schon merkwürdig, man startet dann Far Cry Primal aus Steam heraus und in Uplay will er es nochmal downloaden. So, ich habe das doch schon gedownloadet mit Steam, warum willst du das nochmal runterladen? Und dann kann man es aber trotzdem starten, weil Steam das jetzt inzwischen automatisch macht. Und, ja, something went wrong, ne? Und keiner weiß, was los ist. Hat sich dann aber rausgestellt, es ist die Firewall. Beim Erststart muss das Spiel sich einmal mit dem Internet und dem Ubisoft-Server komplett verbinden. Und da Uplay halt eine Drecksoftware ist, wird es von so ziemlich jedem Standard-Firewall-Programm, abgesehen der Microsoft-Firewall, geblockt. Ich habe Bitdefender drauf, bei mir natürlich ging da auch nichts raus. Habe ich einmal Ausnahmen definiert, dann lief es auch. Dann konnte ich es auch starten. Damit ist aber noch nicht genug, dann hat man das Spiel endlich mal an, wenn man es denn dann auch ankriegt. Dann haben aber ganz viele das Problem, dass sie keinen Ton haben. Also man spielt das Spiel, aber ohne Ton. Das ist ein bekanntes Problem bei der Far-Cry-Reihe, das liegt an der Engine, die da verwenden. Man muss dann seinen Ton auf DVD-Qualität stellen im Windows, Spiel neu starten und dann läuft das wieder. Ne? Sehr geil. Hatte ich beim Erststart auch, dass ich keinen Ton hatte, dann habe ich das eingestellt, so wie es da stand. Dann hatte ich nach wenigen Minuten Ton, am Anfang aber noch nicht, erst nach wenigen Minuten. Dann habe ich es ausgemacht, wieder alles auf meine Studioqualität und so weiter eingestellt und dann lief das wieder. Jetzt habe ich Ton, Spiel läuft auch performancemäßig, muss ich aber sagen, es ist rund. Da hatte Total Biscuit ein Video drüber gemacht, dass die Performance so kacke sein soll. Kann ich beruhigen, bei mir läuft das hundertprozentig butterweich. Ja, aber sonst, das war heute so ein geiler Start, so wie es halt nicht laufen soll. Ne? Gleich mal ganz viele Leute unglücklich, die schon wieder nach Refunds schreien. Weil du es einfach nicht geschissen kriegst, das einmal vernünftig ans Laufen zu kriegen. Oder wenigstens ordentliche Fehlermeldungen, ne? Das ist something went wrong. Ja, geil. Wenn man dann unten auf die, da gab es dann noch so einen weiterführenden Link, wenn man auf den dann geklickt hat, dann hat man auch rausgefunden, dass vermutlich keine Connection zur zum Ubisoft-Server wegen Firewall möglich war. Und dann konnte man darauf entsprechend agieren, aber ach, was denn jetzt? Ich habe doch extra gebremst. Oh, nö, du. Da ist die Kohle wieder raus, ne? Da gibt's doch nicht. Ich habe sogar extra gesehen hier 35, ich habe angefangen zu bremsen, aber nicht schnell genug, bin ich komplett in die Eisen gegangen. Aber wer macht denn sowas? Das machst du doch nicht. Vor allen Dingen nicht auf dem Highway. Wenn da hinter dir einer dicht auffährt, dann der freut sich. Ja. Toll. Wieder 500 Tacken weg für nix. Habe ich auch nicht aufgepasst. Ich hätte die Bullen sehen können. Dann hätte ich ja gleich doll in die Eisen gehen können. Na egal. Passiert. Kohle geht raus. $500, ey. Was ist denn los mit denen? Limit 65. Oh, bei mir bleibt es 55, wenn ich Truck fahre. Wir müssen, glaube ich, mal gleich die Spur wechseln, aber das ist sehr gefährlich. Okay, läuft, 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 läuft. Ich bleibe in der Mittelspur. Da fühle ich mich wohl. Und verdammt. Achtung, ich muss wechseln. Doch nicht Mittelspur, wir müssen runter. So, dup, dup, dup. Ne, brauchen wir nicht blinken, sind ja schon Pfeile dran. Alles gut, alles gut. Nö, Trucky. Und die Nacht bricht herein. So, Achtung, ich komme. Kommt aber keiner. Alles gut. Wir fahren entspannt weiter. Ja, entspannt ist der Truck jetzt nicht mehr. Oh Gott, es geht bergauf. Ich kann das schaffen. Oh mein Gott, nein. Du schaffst das, Junge. Ganz entspannt. Gib alles. Da kann man, wenigstens, man fährt dann nicht mehr so schnell. Da kann man entspannt einen Kaffee trinken.
Na komm. Hätte schon gern so ein Ding mit ein bisschen mehr Last, dass ich da einfach hochschieb, ne? Wäre irgendwie cooler. Oh, was kommt da angefahren? Und weiter geht's. Weiterfahren. Weiterfahren. Man kommt jetzt schon so ein bisschen arg langsam vor, ne? Ah ja, wir haben den Hügel erreicht. So, jetzt kommt der Turning Point und dann gehen wir richtig Gummi. Los geht's, jetzt gib mal Vollstoff. Wie viel dürfen wir denn? 55, auf geht das. Nee. Jetzt sind wir so schnell, ich kann schon gar nicht mehr sehen, kann schon gar nicht mehr reagieren. Los geht's. Nee. Wir müssen gleich weiter geradeaus, alles klar. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie weit das noch ist, würde ich ja jetzt spontan tanken fahren. Wobei tanken und ich, ne? Das ist ein Pulverfass. Aber da ich es nicht weiß, fahren wir mal einfach weiter, ne? Hier von nix. Der würde uns schon darauf hinweisen, wenn wir mal tanken müssen. Und dann ist es immer so schönes Gerödel. Wann ist es soweit? Wann muss ich denn? Oh, da kommt jemand ganz dicht vorbei geschrabbelt. Gib Gas, Junge. Jetzt ist 80. Ja, guck mal, nee, warte, darfst du gleich mehr Gas geben. Hier darfst du Stoff geben. Den interessiert jetzt alles scheißegal hier. Die wollen, dass ihre Waren pünktlich kommen. Egal, wenn da mal im Straßenverkehr ein paar draufgehen, ey. Hauptsache, die Ware ist pünktlich da, ne? Deswegen Gas hier. So kann er sich auf den Berg hochschieben hier. Da hat er jetzt Zucht drauf, du. Mach mal Fernlicht an, damit man auch was sieht. Schön alle Leute blenden. Hundertprozentig. Das sieht unnatürlich hell aus, will ich mal meinen. Jetzt werden wir ein bisschen arg viel Gas. Ja, ich bremse mal noch nicht. Was ist nun los? Zur Fahrzeug. Ach, Gottes Willen. Da kann ich mal endlich mal richtig Gummi geben und dann kommen die mit ihrer Fahrzeugüberprüfungsscheiße. Ich kann es nicht fassen. So, 20 darf man hier ja nur fahren, das weiß ich ja inzwischen. Halten Sie an. Ja, ja, ganz entspannt. Bin ja dabei. Lass mich erstmal vorsichtig hierher fahren. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt. Ja, danke, danke, ihr Idioten. Weiter geht's. Weiterfahren, weiterfahren. 20 km/h. Ne, gar nicht wahr. Meilen pro Stunde. Truckworks. Total Truck Care. Ah, siehst du, wenn mal wieder was im Arsch ist, wissen wir, wo wir hin können. Du könntest Truckworks. So, Leute, Gas geben. Achtung! Laufwuchs kommt. Läuft doch. Bahn ist frei. Wir können alles geben. Zuerst mal wieder auf Geschwindigkeit kommen, ey, bis das Ding wieder da bei den 70 ist. Holla, die Waldfee. Oh, gehen wir mal Gas hier. Tempomat auf Volllast drücken und gucken. Ey, da vorne ist eine Tankstelle. Na, wer tankt denn jetzt? Wer tankt denn jetzt? Genau, der Blaufuchs tankt jetzt. Das ist eine Tankstelle, so wie ich mir das vorstelle. Hier ist Platz. Wobei, nee, eigentlich ist es genau die gleiche. Aber das Schild steht hier geiler. Hier kommt man rein und raus. Da ist auch ein Kollege. Das ist eine Tankstelle, so wie die aussehen muss. Lang, groß. Da kann man tanken. So, hier, los geht das. Ich war letztens auch mal wieder tanken und war ganz erstaunt über den aktuellen Superpreis. Das ist ja bezahlbar wieder. Also, Wahnsinn. 1,10 Euro oder so ich bezahlt. Ich dachte, Wahnsinn. Das war's schon. Oh, nicht viel reingepasst, so.
Ja gut, Tank ist voll. Ist in Ordnung. Nehme ich. Und tschüss. Metal reinhauen. Die Kraftstoffkosten werden durch ihren Auftraggeber getragen. So soll es auch sein, ne? Kann ich alles bezahlen, ne? Irgendwann ist Schluss. So, Gas geben. Wir kommen. Bahn ist frei. Bahn ist frei. Na also. Und weiter geht's. Jetzt kann es auch der Sprit nicht mehr ausgehen. Eigentlich alles schön. So, Tempo macht wieder Volllast. So. Das läuft doch. Bis jetzt. Okay, bis auf den Strafzettel. Aber ganz ehrlich, der war ein bisschen unfair, ne? Also, da habe ich ja schon gut gebremst, aber ich habe jetzt nicht voll in die Eisen gegangen. Irgendwann ist auch Schluss. Ne? So, wo muss ich lang? Weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiterfahren. Weiter geradeaus. 65 ist hier. Wir fahren jetzt 60. Das heißt, geht noch klar. So ein bisschen den Tempomat da, den Tacho im Auge behalten. Oh, ist aber eng hier. Eieieiei. Oh, die Bullen. Die Rennleitung. Da wollen wir lieber nicht zu schnell fahren. Warum bremst du? Ach, Verengung. Alles klar. Achtung. Es verengt sich. Oh, was ist hier los? Oh, 30. Wir sind in einer City. Und wir müssen weiter geradeaus. Alles klar. Zählt das noch? Oder ist das Rotlichtverstoß? Das zählte noch. Cool. Im Zweifel draufhalten, ne? Was ist das dunkel hier hinten, du? 65, Gas geben. Lumberjack. Only at Lambs. Alles klar. Was auch immer das bedeuten mag. Zack, zack, zack. Komm, komm, komm. Gib alles. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir unser Ziel bald erreicht haben. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es einfach momentan nicht sagen. Aber es sieht ganz gut aus. Ah, 50. Jetzt haben wir 50, 60, 65. So, Tempomat ist eingestellt. Machen wir wieder ein bisschen Fernlicht an. Naja, wobei brauchen wir nicht. Aber ist schon was düster da, ne? Also, weit gucken können wir nicht. Da wäre mir weiter gucken lieber. Ja, der ballert aber auch was an Sprit durch, ey. Wahnsinn. Wenn man guckt, wir sind gerade erst tanken gewesen. Na gut, man muss immer diesen. Man muss sich von diesem Zeitgefühl lösen, da ja die Größenordnung hier ganz anders ist. Also, wenn ich hier lang fahre, fahre ich ja gleich hunderte Meilen. Und dann ist das wieder in Ordnung. So, Jung, da vor mir. 65 ist. Na gut, wir fahren beide Strich 65. Das haut gut hin. So muss das laufen. Ich bin letztens mal wieder nach Hamburg gefahren und so ein bisschen weiter hinaus dann noch so nach Schleswig-Holstein. Einmal morgens früh hin, das war ganz okay. Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Sonnenbrille gefahren und habe nur gedacht, wow, wie angenehm das ist, wenn man nicht die ganze Zeit die Augen zusammenkneifen muss, weil alles so hell ist. Das war schön. Und Rückfahrt war dann nachts, so richtig spät nachts. Und da hast du auch immer, da dachte ich mir, komm, es ist sehr dunkel, es ist sehr spät, es war sehr spät. Also, fährst du gesittet mal nur 120? Alles entspannt. Und dann hast du aber immer so Leute vor dir, die dann einen Ticken langsamer sind als du. Und das ist so nervig. Dann fährst du und alles entspannt und man könnte sich ja schön so hintereinander in eine Schlange ballern. Aber nein, das ist immer irgend so ein Typ, der ein bisschen langsamer fährt oder extrem viel langsamer. Das ist, das war irgendwie, obwohl nicht viel los war, musste ich dann immer gucken, dass ich möglichst auf Position 1 bin und vor mir dann erstmal lange nichts ist. Dann war es angenehm, ne? Aber naja, gut, wir machen hier erstmal einen Break.
zack, warte, nicht in der Kuh. Jetzt, zack. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.